München. Der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München steht endgültig vor dem Aus, wie Bild berichtet, muss Leroy Sané unters Messer. Bei seiner Verletzung, die er am Sonntag im Supercup gegen Liverpool erlitten hatte, soll es sich demnach um einen Anriss des vorderen Kreuzbands handeln. Zuvor war von einem Komplettriss die Rede. München. Der Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern München steht endgültig. Wie Bild berichtet, muss Leroy Sané unters Messer. Bei seiner Verletzung, die er am Sonntag im Supercup gegen Liverpool erlitten hatte, soll es sich demnach um einen Anriss des vorderen Kreuzbands handeln. Zuvor war von einem Komplettriss die Rede, kommt der 27-Jährige nun nach München. Ausgeschlossen ist es nicht, in Barcelona ist der brasilianische Nationalspieler nicht immer gesehen. Bei Bayern München wäre er der Superstar. Ob der Wechsel zum FC Bayern München wirklich platzt, ist noch nicht ganz sicher. Aber Fakt ist, nach der OP wird Leroy Sané viele Monate pausieren müssen. 6 Monate, um genau zu sein. Das berichtet Bild. Demnach soll die Reha so lange dauern wie bei einem Komplett. Auf Twitter schrieb ein Fanredakteur, mir wurde berichtet, dass der Wechsel zu Bayern München wegen seiner Knieverletzung definitiv geplatzt ist. Auch Sportjournalist Peter Burg berichtete am Donnerstag, dass der Wechsel geplatzt sei. Eine offizielle Bestätigung gibt es aber noch nicht. Wie das Portal The Athletic berichtet, hat Sané sich am Sonntag im Spiel gegen den FC Liverpool möglicherweise einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Wie schlimm die Verletzung im Kreuzband wirklich ist, blieb aber unklar. Athletic-Reporter Sammy stellte auf Nachfrage klar, dass Sanés Kreuzband zwar beschädigt, aber nicht zwangsläufig gerissen sei. The Athletic hatte bereits am Mittwochmittag berichtet, dass Sanés Verletzung schwerwiegender ist, als zunächst angenommen. Bayern soll auch nach der Verletzung weiter an Sané interessiert gewesen sein, aber nur, wenn er dem Club für ein paar Wochen fehlt. Die Aussagen des Berichts stützten exklusive Informationen von Bild. Auch hier war die Rede von schwerwiegenden Problemen im rechten Knie. Eine Aktion von Manchester City spricht jedenfalls eine deutliche Sprache. Der Club hat am Dienstagabend Flügelspieler João Cancelo verpflichtet. Er kommt für 30 Millionen Euro von Juventus Turin und könnte Sané ersetzen. Der 25-Jährige kann die Position offensiv und defensiv ausfüllen. City hätte dann einen Sané-Ersatz, egal was am Donnerstag passiert. Cancelo könnte Sané auch ersetzen, falls der verletzt ausfällt. Erst eine neue Untersuchung am Donnerstag soll laut Berichten klären, ob der Ex-Schalker eventuell sogar operiert werden muss. In dem Fall könnte der Flügelflitzer möglicherweise monatelang ausfallen. Dann könnte Bayerns Top, denn nach Informationen von Sport 1 könnte eine langwierige Verletzung den Transfer hingegen durchaus gefährden. Fehlt Sané mehrere Monate, wäre ein Wechsel extrem unwahrscheinlich. Das wäre eine dramatische Wende, da der Transfer noch vor wenigen Tagen fast sicher schien. Laut Kicker sind auch zwei Alternativen im Gespräch. Hakim Ziyech, 26, von Ajax Amsterdam und Steven Bergwijn, 21, von PSV. Ausländische Medien berichten außerdem, Bayern habe Interesse an Barcelona-Star Felipe Coutinho. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Brasilianer in die Premier League zurückkehrt, um dort auf Leihbasis für den FC Arsenal zu spielen. Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München befand sich eigentlich längst auf der Zielgeraden. Hätte der 23-jährige Nachwuchsstar sich nicht verletzt, der Transfer wäre wohl schon als fix gemeldet worden. So geht das Geschacher um. Laut dem Online-Portal The Athletic hat Sané sein Schweigen gebrochen und seine Mitspieler bei Manchester City darüber informiert, dass er zu Bayern München wechseln will. Laut Athletic liegt die Ablöse für Sané bei unfassbaren 146 Millionen Euro.
Das würde einen Bericht der britischen Zeitung Telegraph bestätigen. Allerdings natürlich nur für einen halbwegs fitten. Die Schmerzgrenze des englischen Meisters liegt demnach bei 150 Millionen Euro nur für die Ablöse. Bisher war stets die Rede von 100 Millionen Euro. Diese unfassbare Summe würde Sané zum zweiteuersten Spieler aller Zeiten machen. Nur der Brasilianer Neymar, für 220 Millionen Euro zu PSG, war noch teurer. 150 Millionen Euro sind eine mindestens sehr stolze Summe für einen Ergänzungsspieler, sie zeigt aber auch, wie schwer es geworden ist. Die französische Zeitung France Football hingegen berichtet, Sané könne für 110 Millionen Euro wechseln. Doch auch damit wäre Sané der mit Abstand teuerste deutsche Spieler aller Zeiten. Ironischerweise ist Sané durch seinen Transfer von Schalke zu City, geschätzte 51 Millionen Euro, bereits jetzt der teuerste deutsche Spieler aller Zeiten. Auch andere Summen rund um den Transfer sind enorm. Demnach könnte das Gehalt des Ex-Schalkers laut Kicker bei 20 Millionen Euro liegen. Der Handlungsbedarf bei Bayern München ist durch die Supercup-Niederlage gegen Borussia Dortmund noch einmal gestiegen. Laut France Football suchen die Bayern neben Sané aktuell weitere Spieler. Die Rede ist von einem weiteren Flügelspieler und einem defensiven Mittelfeldspieler. Der Kader des deutschen Rekordmeisters umfasst aktuell nur. We'll be right back.